helfen Sie mit, dass hier das Zweibrücken die letzten Reste, die der Bombardierung entgangen sind, erhalten werden. Also, gehen Sie mit, wir schauen uns das an. Ganz wuchtig steht hier die Villa Schwinn am Anfang der Gutenbergstraße, die zum Schloss hinführt und daneben die Kutschenremise. Wenn man drauf zufährt, wunderbar, diese Villa, sie steht schon unter Denkmalschutz. Aber daneben und dahinter der dazugehörige Park und die Kutschenremise. Die heutige Garage, wird man sagen, früher gab es ja nur Kutschen. Die gehören als Gesamtbild zum Schutz. Ganz in der Nähe des Schlosses liegt diese Villa, in der Nähe des Landgestüts. Und die sorgfältige Bearbeitung der früheren Zeit mit der wertvollen Bearbeitung der Dachbalken eines kleinen Balkons zeigt, dass oben der Kutscher, die Fuhrleute schliefen und hier wohnten. Das sind Monumente, die man erhalten muss. Und wir rufen mit dieser Aktion die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf, um zu erreichen, dass gegen den Stadtrat, der ja das nicht als schutzwürdig hält, obwohl in Mainz die obere Denkmalbehörde was anderes sagt, in einer Rosskur wollen wir erreichen, dass nicht nur die Villa mit dieser Remise geschützt wird, sondern, wie wir noch zeigen werden, diese Villa, das Gesamtbild, steht in einer Denkmalzone. Denn die angrenzenden Straßen sind bestückt mit alten Bauwerken, errichtet vor dem Ersten Weltkrieg. Es sind die letzten, die hier in Zweibrücken überlegt haben. Auch Dr. Herz mit Frau kommt vorbei, schaut sich das an. Er kämpft für den Umweltschutz und für den Denkmalschutz. Er selbst hat noch gesagt, allein der Park ist es schon wert, dies alles zu erhalten. Und das sollte man doch beim Stadtrat nochmals prüfen, nach intensiver Begehung dieser Anlage. Und deshalb wollen wir Sie auch einladen, noch einmal mitzufahren, um nicht nur diese Villa, Einzelgebäude zu sehen, sondern wenn man auf die Villa zufährt, fährt man an wunderbaren alten Häusern vorbei, die ein Gesamtbild ergeben und die es wert sind, auch unter Schutz gestellt zu werden. Deshalb werden wir den Antrag stellen, hier eine Denkmalzone einzurichten, die auch diesen Park im Hintergrund mit schützt, allein schon aus Umweltgesichtspunkten, aber auch aus Denkmalschützerin-Gesichtspunkten. Dieser Zaun soll verschwinden, weil hier wohl aus einer Tiefgarage heraus in der verbauten Parkanlage dann eine Ausfahrt geschehen soll und die alte Kutschenremise soll ausradiert werden. Eine Kutschenremise, die auch nicht isoliert in der Landschaft steht, sondern angebaut ist in der Ferne an dieses Schlossensemble, an das Landgestüt Zweibrücken, das 20 Meter beginnt, eine 250 Jahre alte herzogliche Einrichtung mit unheimlicher Tradition in der Stadt der Rosen und Rosse. Auch hier auf der anderen Seite des Landgestüts historische alte Gebäude. Das ist ein Gesamtbild mit dieser Parkanlage. Dahinter die Anlage des Landgestüts. Gehen wir doch mal rein, was da drin ist. Ja, Landgestüt, da sind natürlich Pferde drin. Und das wollen wir Ihnen auch zeigen, auch den Stadträten, die ich, weil ich täglich hier bin, in der Regel fast noch nie hier gesehen habe. Und ich gehe vielleicht davon aus, dass man dieses Ensemble, diese Zusammengehörigkeit dieser kulturhistorischen Anlage mit den Villen und Gebäuden noch gar nicht erkannt hat. Ein wunderbares Bild, das es zu erhalten ist für kommende Generationen. Das Pferd,
das die Menschheit über Jahrtausende befördert hat, bis dann gerade vor 150 Jahren das Auto erfunden wurde, mit natürlich auch teilweise schrecklichen Folgen. Historisch wunderbar wertvoll hier auch die Deckstation, die Euro-Besamungsstation. Über 250 Jahre alt, vom Krieg zum Glück teilweise verschont. Auch hier neben der Hengststation Die drei großen Tore waren die Ausfahrten für die Kutschen, die auch hier standen. Hier konnte in großen Räumlichkeiten auch gefeiert werden, konnten Ausstellungen dargeboten werden. Und was besonders wichtig ist, an dieser Stelle baute Mannlich das Theater in Zweibrücken. Das erste Theater stand hier. Daran erinnert noch der letzte Rest, diese wunderbare kleine Erinnerung als Brunnenimitation oder wie man es auch nennen will. Und hier stand das kleine Schlösschen der Gräfin von Forbach. Also alles geschichtsträchtig in Zusammenhang mit den Gebäuden in dieser Anlage der herzoglichen Gärten. Am nahegelegenen Schloss, da bietet es sich doch geradezu an und ist auch erforderlich, dass man diesen Bereich als eine Einheit, als eine Denkmalzone ansieht, die erinnert an die bedeutende Blütezeit Zweibrückens, an die Herzogzeit und die Zeit danach vor dem Ersten Weltkrieg, an die bayerische Zeit. Denn der Herzog von Zweibrücken wurde ja der erste König von Bayern und alle bayerischen Könige sind die Enkel des Zweibrücker Herzogs. Diese Geschichte muss auch in den Bauwerken erhalten bleiben für spätere Generationen. Drum kämpfen wir so für den Erhalt dieser Parkanlage, die dazugehört zur Kutschenremise und zu dieser bereits, aber leider nur isoliert und allein stehenden, denkmalgeschützten Villa. Fahren wir einmal an der Villa vorbei und weiter. Da geben sich noch mehr Argumente, um das zu schützen. Denn weiter an der Villa vorbei wird gerade die alte Parkbrauerei beseitigt und dahinter am Hang wurde bereits eine wunderschöne Parkanlage teilweise diesem geplanten Neubaugebiet geopfert. Schauen wir uns das einmal an. Wir sind jetzt hier in der Parkbrauerei, in dem historischen Teil Zweibrückens. Drüben auf der anderen Seite ist das Museum und der Schwenk geht dann rüber zu's. Dort ist die Parkanlage hinter der Villa Schwinn. Aber schauen wir uns jetzt einmal in dieser schon fast historischen Brauerei um, die jetzt schon verschwunden sind. Diese Gebäude bestehen nicht mehr. Und wir wollen uns zu unserem Freund, dem Parkbräu-Menschen, begeben, für Zweibrücker, für Pfälzer, ja für viele Amerikaner. Ein Ausdruck der pfälzischen Heimat, die sie hier bei vielen Festen unter diesem Zeichen der Parkbrauerei Pirmasens Zweibrücken ein Bier getrunken haben. Und dieses Parkbräumännchen erzählt uns, was es sieht schon Jahrzehnte im Hintergrund. Das Entwicklungszentrum der Firma Pallmann, von dem Senior der Firma Pallmann gegründet mit Hunderten von Patenten. Und daneben dieser Park, der teilweise gerodet wurde unter denkwürdigen Umständen. Man kann sagen und muss sagen, merkwürdigen Umständen. Diese Brauerei war nicht mehr zu erhalten, ist klar, muss einem wohldurchdachten neuen Konzept weichen. Keiner
ist mehr dagegen, obwohl derartige Gebäude aus wertvollem Sandstein geopfert wurden. Und genau gegenüber, da steht unsere Villa Schwinn, gegenüber die Parkvilla, also am linken Bildrand. Und Sie sehen diese Straßenzüge mit alten Vorkriegsgebäuden, und zwar vor dem Ersten Weltkrieg. Dahinter das historische Landgestüt Zweibrücken, 250 Jahre alt. Von hier aus ritten die Herzöge und ihre Kundschafter in ganz Europa. Von hier aus wird auch die Pferdezucht weiter noch beeindruckt. Und hinter der Villa Schwinn das historische Zweibrücken. Wir sehen das Schloss im Hintergrund, das gerade jetzt feiert 300 Jahre Grundsteinlegung durch schwedische Baumeister. Da wollen wir Sie nachher hin einladen, aber zunächst schauen wir in den Park, der geopfert werden soll. Der Park angrenzend an die Staatsanwaltschaft und das Landgericht. Die Gebäude im Vordergrund, die schon sündhaft hier reingebaut wurden, die sind wohl zu opfern. Hier kann man auch an die Straße ein Bauwerk errichten, einen großen Wohntrakt, der die Lücke schließt zwischen diesen historischen Gebäuden, die vom der Stadt her kommen, zu der Villa Schwinn. Liebe Zuschauer, und das Parkbräumännchen zeigt uns jetzt, wo es schon jahrelang, jahrzehntelang hingeschaut hat. Über diesen wertvollen Park, der ist zu erhalten, nachdem man im Hintergrund schon einen anderen Park für die Parkbrauerei wüst zugerichtet und man kann sagen, praktisch geopfert hat. Wir sehen die herzoglichen Schlossgärten mit der Allee. Das ist eine Komposition, die Zweibrücken einmalig macht. Und das Parkbräumännchen kann sich natürlich auch umschauen, schaut rüber in das Landgestüt. Und immer wieder geht der besorgte Blick runter auf diesen Park, der geopfert werden soll. Es ist ein Sprungbrett oben vom Kreuzberg in diesen Park und dann weiter in die Allee zum Rosengarten. Ein ganz wichtiges, biologisches, zusammenhängendes Gebiet, das noch von dem Landespflegebeirat in der Stadt bearbeitet werden muss. Schön ist der Park zu sehen. Seitlich an der Villa Schwinn wird dieser Park auch dem Kommerz zum Opfer fallen, wie droben der Park in der Parkvilla, wo massiv gerodet wurde. Zentral gelegen dieser kleine Park zwischen Villa Schwinn und dem Melanchthonheim. Hinter dem Mannlichhaus und dem Stadtmuseum, das wir hier von oben aus dem Blick des Parkbräumännchens wunderbar sehen. Und da ist die Stadtverwaltung. Da ist auch der Ratssaal noch mit zu sehen. Dort, wo die Entscheidungen getroffen werden und wo man im Moment wenig Verständnis hat für den weiteren Schutz dieser historischen Umgebung um die Villa Schwinn. Hoffen wir, dass hier eine Änderung, ein Umdenken entsteht und hoffen wir, dass man in Mainz bei der oberen Denkmalbehörde hart bleibt bei dem Schutz unserer Geschichte, aber auch bei dem Schutz unserer Natur, denn dieser kleine Park neben der Villa Schwinn, der würde dann so abgeholzt wie der Park hinter der Parkbrauerei. Da ging es ja wüst zu, man sieht es, die Fläche und angeordnete Schutzmaßnahmen sind inzwischen wohl auch weggeräumt. Ja, da hat das Parkbräumännchen so seine Bedenken, es ist zwischenzeitlich auch schon verschwunden.
Also wir appellieren hier an den Erhalt dieser historisch bedeutsamen Gebäude und wenden uns einem anderen Gebäude zu,